Hallo und herzlich willkommen zu Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Valerie und ich bin dein Coach im Videozyklus zum Arbeitsblatt Pascalsches Dreieck 1, welches du auch auf unserer Website findest. Am besten, du hast dieses Arbeitsblatt schon ausgedruckt vor dir liegen, damit du gleich während den Videos mitrechnen kannst. In diesem Video werde ich mit dir die binomischen Formeln wiederholen. Das ist das erste Fenster am Arbeitsblatt. Es ist gut, wenn du dafür schon weißt, wie man Klammern ausmultipliziert. Bevor wir über binomische Formeln reden, sollten wir aber zuerst vielleicht klären, was denn überhaupt ein Binom ist. Die mathematische Definition lautet, es ist die Summe zweier Monome. Ja, ich verstehe, das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, ich kann es dir aber übersetzen. Es bedeutet, dass zwei einzelne Terme addiert bzw. subtrahiert werden. Vielleicht hilft dir ja ein oder zwei Beispiele. Wir haben x plus y, das ist ein Binom, denn der Term x wird mit dem Term y addiert. Genauso auch bei a minus b, da werden zwei einzelne Terme subtrahiert. Das Ganze geht noch eine Stufe weiter mit 3s plus 2t. Hier ist 3 mal s ein Monom, also ein einzelner Term, und 2 mal t ein Monom, die auch addiert werden. Und dasselbe gilt auch bei 4e² minus 3f und so weiter und so fort. Binome haben wir also immer, wenn zwei einzelne Terme addiert werden oder subtrahiert. Und wozu brauchen wir die jetzt? Zum Beispiel bei den binomischen Formeln. Bei binomischen Formeln werden Binome quadriert, also a plus b in Klammer zum Quadrat oder a minus b in Klammer zum Quadrat. Sie werden also mit sich selbst multipliziert. Es gibt auch noch die dritte binomische Formel, die lautet a plus b in Klammer mal a minus b in Klammer. Hier wird das Binom mit dem quasi zugehörigen Binom multipliziert. Wir beschäftigen uns jetzt zuerst einmal mit der ersten binomischen Formel und sollen diese ausmultiplizieren. Wenn du schon weißt, wie das geht, dann pausiere jetzt das Video und probiere es selber. Dann, wenn du fertig bist, schalte das Video wieder ein und wir vergleichen das Ergebnis. Wenn du dir noch nicht sicher bist, wie das geht, kein Problem, wir werden es gleich gemeinsam lösen. Gut, a plus b zum Quadrat bedeutet ja, a plus b wird mit sich selbst multipliziert, also a plus b mal a plus b. Und jetzt müssen wir ausmultiplizieren. Was bedeutet ausmultiplizieren? Jeder Term aus der einen Klammer wird mit jedem Term aus der anderen Klammer multipliziert. Jeder mit jedem. Wie in der Disco, wo auch jeder mit jedem tanzen kann. In der Mathematik sagen wir aber nicht Disco-Formel dazu, sondern Distributivgesetz. Gut, also lass uns ausmultiplizieren. A mal a ist a Quadrat plus a mal b plus b mal a plus b mal b, das ist b Quadrat. Du erkennst jetzt vielleicht schon, dass a mal b und b mal a dasselbe ist. Wir können deswegen zusammenfassen und schreiben a Quadrat plus 2 mal a mal b plus b Quadrat. Und schon haben wir die erste binomische Formel ausmultipliziert. Diese möchte ich jetzt auch noch mit dir geometrisch beweisen. Dafür nehmen wir ein Quadrat mit der Seitenlänge a plus b. Der Flächeninhalt ist also a plus b mal a plus b, also a plus b in Klammer zum Quadrat. Und diese Fläche können wir jetzt mit ein paar kleineren Flächen zusammensetzen. Da passt zum Beispiel hinein ein Quadrat mit der Seitenlänge a, also Flächeninhalt a Quadrat. Genauso passt auch hinein ein Quadrat mit Seitenlänge b, also Fläche b². Dann haben wir noch zwei freie Flächen. Die haben jeweils die Seitenlänge a und b, also Flächeninhalt a mal b. Die letzte freie Fläche hat genau die gleichen Seitenlängen, also wieder Flächeninhalt a mal b. Wenn wir das jetzt mit dem ursprünglichen Quadrat vergleichen, sehen wir, dass sie genau gleich groß sind. Also a plus b in Klammer zum Quadrat ist dasselbe wie a Quadrat plus 2 mal a mal b plus b Quadrat. Und schon haben wir die erste binomische Formel geometrisch bewiesen. Jetzt geht es weiter zur zweiten binomischen Formel, a minus b in Klammer zum Quadrat. Auch die sollen wir wieder ausmultiplizieren. Wenn du das schon kannst, probiere es gleich selber. Ich pausiere dafür das Video. Und sobald du fertig bist, können wir das Video die Rechnung vergleichen. Wunderbar.
Also wir multiplizieren a minus b in Klammer mit sich selbst. Und dafür brauchen wir wieder die Disco-Formel. Also a mal a ist a Quadrat plus a mal minus b, das ist minus a mal b, plus minus b mal a, also minus b mal a, plus minus b mal minus b. Und wir wissen, minus mal minus wird plus, also plus b Quadrat. Hier können wir wieder zusammenfassen und schreiben auf a Quadrat minus 2 mal a mal b plus b Quadrat. Und voilà. Da können wir gleich weitergehen zur letzten binomischen Formel, zu a plus b mal a minus b. Auch diesen Term sollen wir wieder ausmultiplizieren. Probiere das doch selber und pausiere dafür das Video und dann können wir nachher gleich vergleichen. Gut, also, Disco-Formel it is. A mal a ist a Quadrat plus a mal minus b ist minus a mal b plus b mal a plus b mal minus b und das ist ja wieder minus b Quadrat. Zusammengefasst sehen wir jetzt, dass minus a mal b plus b mal a sich gegenseitig aufhebt und es bleibt nur übrig a Quadrat minus b Quadrat. Und das sind auch schon die drei binomischen Formeln. Die sind sehr wichtig in der Mathematik und kommen in den verschiedensten Anwendungsgebiete vor. Es ist gut, wenn du die wie im Schlaf auswendig kannst und zwar nicht nur in die eine Richtung, also nicht nur ausmultiplizieren, sondern du solltest auch erkennen, dass wenn irgendwo steht a Quadrat plus 2 mal a plus mal b plus b Quadrat, das eine binomische Formel ist und du das auch im Klammerausdruck schreiben kannst. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wo wir im nächsten Fenster weitermachen.